Mein Name ist Christoph Aschl, ich studiere Elektrotechnik, also gerade den Master Automatisierung und habe mein Erasmus-Semester vor 2 Jahren gemacht. Und nachdem ich wieder zurückgekommen bin, habe ich beim Bali Network begonnen. Ich bin die Alex, ich studiere Architektur. Ich bin im Bachelor und ich komme aus Wien. Und weil sich bei mir das Erasmus-Semester nicht mehr ausgeht im Bachelor, habe ich mir gedacht, ich mache die ganzen Erasmus-Erfahrungen aus Wien aus. Was ist das Buddy Network? Also das Buddy Network hat ursprünglich mit dem begonnen, dass man ausländische Studenten Hilfe gibt. Also nicht nur Hilfe gibt in Bezug auf Wohnungssuchen und einfach Partys organisiert mit denen. Ja, ein Netz zu schaffen, damit sie sich, wenn sie irgendwelche Probleme haben, sie, auch wenn sie nicht unbedingt Leute dort kennen, dass sie jemanden haben, den sie fragen können, sozusagen. Ja, und natürlich auch eine Chance für die Leute, die in Österreich sind, ausländische Studenten kennenzulernen, mit denen, was wir immer machen, ist ein International Dinner. Jeder nimmt seine Spezialitäten mit oder kocht selbst etwas und es gibt einfach einen kulturellen Austausch. Du hast bereits Erasmus gemacht. Ja. Was hast du für Erfahrungen gemacht und würdest du es weiterempfehlen? Ich würde es auf jeden Fall mal weiterempfehlen. Also es ist auf alle Fälle auch eine persönliche Weiterentwicklung. Und man sieht einfach mal ganz andere Universitäten, man ist nicht immer an derselben Universität, man lernt Leute von ganz Europa kennen. Und ja, also es ist auf alle Fälle nicht nur für Studium interessant, also man soll es nicht nur für den Lebenslauf machen, sondern es ist wirklich auch so nur weiterzuempfehlen. Was sind die größten Probleme, mit denen Studenten zu euch kommen? Ich würde sagen, Ja, die Wohnung. Wohnsituation, ja. Es gibt Wohnungen, die von der TU vergeben werden, also in Studentenheimen. Dadurch, dass viele Leute eigentlich kommen, um Deutsch zu lernen und sie dann eigentlich nicht unbedingt im Studentenheim bleiben wollen, mit den ganzen anderen Erasmus-Studenten, wollen halt viele in eine WG ziehen und das ist halt dann irgendwie schwer, weil die ganzen Anzeigen nur auf Deutsch sind, aber ihr Deutsch ist dann nicht so gut und dann sind wir halt dafür da, um denen zu helfen, dass sie auch eine Wohnung schnell finden. Ist es besonders schwierig, sich hier einzuleben, also für Erasmus-Studenten, eben, dass sie immer nur untereinander sind und schwer jetzt Österreicher kennenlernen? Das ist unterschiedlich. Also gerade wenn man in eine Wohnung zieht, ist das überhaupt kein Problem. Also da habe ich viele Leute kennt, die in Wien bleiben wollten oder überhaupt in Wien geblieben sind. Und in Ist auch eine schöne Studentenheimen Stadt. sind es eben andere Gruppen. Also wie ist das Buddy Network untereinander, also europaweit organisiert? Habt ihr da Kontakt untereinander? Ja, es ist ESN, also das Buddy Network gehört zum European Student Network. Das ist eine europaweite Organisation. Und es gibt auf alle Fälle eine große Vernetzung. Es gibt jährlich eben ein großes Treffen, wo alle Alle. aus Europa zusammenkommen. Es gibt eine große Zusammenarbeit mit der EU, also für die auch Forschungsprojekte übernommen werden. Also gerade eben Sozialstudien, wie es den Erasmus-Studenten dort und dort geht. Und es ist auch mitgearbeitet worden am neuen Programm, am Erasmus Plus, das eben jetzt das Erasmus-Programm weiterführt. Also ist das Buddy Network eine gute Art der Vernetzung und also mit internationalen Studenten? Ja, es ist sicher eine gute Art der Vernetzung. Was eben oft ist, ist, dass es rein auf Party irgendwie ausgelegt wird. Und Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Weil so, also auch bei ja, Partys vernetzt man sich und lernt sich kennen und so. natürlich. Zum Beispiel meine Mitbewohnerin ist auch auf Erasmus gefahren und hat gemeint, ja, sie wollte keinen Buddy. Und ich habe sie dann irgendwie überzeugt, das ist irgendwie dumm, sich einfach nicht dafür zu entschließen, weil es ist einfach nur eine zusätzliche Hilfe, die da ist. Und ich würde die auf jeden Fall auch immer wieder in Anspruch nehmen, weil du bekommst einfach in eine fremde Stadt und kennst einfach niemanden und da ist jemand da, der dir irgendwie hilft. Wenn du es mal brauchst, es ist ja nicht, also wir würden nicht unseren Erasmus-Studenten irgendwie nerven. Also wir machen halt nur das, wenn sie es wirklich wollen. Also seid ihr mit denen auch also enger befreundet dann oft? Ja. Kommt dann irgendwie schon, Freundschaften kommen da schon irgendwie auf. Ja. Also nicht nur untereinander, sondern auch zwischen Erasmus und dem Buddy Network. Das ist ganz spannend, weil wir dann eben auch Freunde auf der, also in ganz Europa haben. Ja, Das ist also es ist eine auf alle Fälle so. Win-Win-Situation. Dann noch zur Abschlussfrage. Was muss man machen, um ein Buddy zu werden? Braucht man irgendwelche Vorkenntnisse? Überhaupt nicht. Nein. Englisch vielleicht. Ein Ja. bisschen Englisch sollte man können. Und dann einfach im Internet anmelden. Es ist, Ja, glaube ich, nicht sehr kompliziert. man, es ist überraschend, wie viele Erasmus-Studenten schon gutes Deutsch können. Und es machen auch viele den Deutschkurs vorher, um zumindest gewisses Deutsch
schon mitzubringen. Und eigentlich muss man als Buddy nichts Besonderes können. Man sollte nur einfach, ja. Interessiert sein vielleicht. Interessiert sein, ja. Ein bisschen. Und motiviert. Aber auch, also, wie gesagt, das geht schon. Das ist ganz einfach. Tut auch nicht weh. So, mein Name ist Laura. Ich komme aus Spanien. Ich bin von Valencia. Und ich studiere dort auch. Ich bin 23. Ja. Okay. Mein Name ist Johanna. Ich komme aus der Schweiz, aber aus der französischen Teil von der Schweiz. Also, ich spreche normalerweise kein Deutsch. Und ich bin 22. Ich komme aus der EPFL in Lausanne. Also wie ETH, aber französisch. Also, ja. Okay. Warum macht ihr Erasmus auf der TU? Ja, ich wollte eine deutschsprachige lernen, weil ich habe schon ein bisschen Deutsch gelernt. Ja, und ich habe gedacht, dass Wien wäre eine gute Möglichkeit und eine schöne Stadt, so, ja. Also ich bin nach Wien gekommen 2 Jahre früher, um Urlaub zu machen, und das Stadt hat mir wirklich sehr viel gefällt, und ich habe gedacht, da möchte ich gerne leben, und so hier bin ich. Und gefällt es euch auch? Ja. Inwiefern unterscheidet sich das Architekturstudium hier? Hier ist mehr gestalterisch und wir machen mehr technische Dinge bei mir. Aber ja, ich glaube, es ist gut auch, um ein bisschen verschiedene Dinge zu planen. Und in der Schweiz ist alles, also wir machen alles zusammen. So, alle die Leute haben die gleichen Vorlesungen. Und hier, also hier, ich kann, was ich möchte, machen. Und also ich bin nicht immer mit den gleichen Leuten. Und also es ist für mich sehr unterschiedlich. Wie kommt man als Erasmus-Student zurecht auf der TU? Ist es einfach oder ist es schwierig, sich einzubringen? Also, das ist ein bisschen chaotisch am Anfang, yeah. Weil hier so viele Leute gibt. Aber ja, nach ein paar Wochen alles geht. Ja, am Anfang es war so schwer, die Vorlesungen zu wählen und finden, wann war was oder keine Ahnung, wie es funktioniert, also mit dies und so. Wie viele Erasmus-Freunde hat man und wie viele Freunde von der TU hat man? Oder habt ihr Freunde von der TU? Nicht so viele. Nur meistens Erasmus-Freunde. Also ein paar, aber nicht so, ja, es sind mehr Erasmus-Leute. Weil es gibt auch so viele Party für Erasmus, also es ist einfach, Erasmus-Leute zu treffen. Mhm.